Recht herzlich willkommen zur 122. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, unsere Rakete ist hier. Der Dralo hatte mir gesagt, ich soll mal gucken. Ich habe da einiges verkehrt noch dran. Und zwar, wie man das wirklich sehr gut sieht, wenn man das so, ne? Das passt nicht, ne? Wann snappt er denn nur da ein? Gar nicht. Jetzt hat er eingesnappt, ne? Okay. Aber zwei wollten wir davon haben, ne? Und die leuchten leider nicht grün. Dralo meinte, die leuchten grün. Dann ist es da dran, ne? Dummerweise leuchten sie nicht grün. Aber ist alles halb so wild. Haben wir noch unten Luft? Ich glaube, ja, passt. Aber, ja, ich kann es gleich wieder abbauen, weil Dralo auch sagte, 90 Grad drehen. Wenn man die da anpackt, ist es sowieso besser. Dann weiß man auf jeden Fall, dass der dabei ist, ne? So. Und dann machen wir noch hier den an, dann ist das auch besser hier. So, zack. Jetzt haben wir zwei passend dabei. Wunderbar. Den machen wir jetzt hier hin. So sieht's schon gut aus, ne? Gut, das hat der Dralo mir geschrieben gehabt. Der Dralo hat auch gesagt, dass ich da einen falschen Piloten noch einpacke. Bob Kerman ist der Scientist, da ist es egal, aber beim Piloten sollte ich auf jeden Fall den Podke mitnehmen. Wo ist er? Podke kann nämlich hier Retro einstellen. Und was war denn unsere Aufgabe? Wir mussten einen retten, ne, oder? Starter Safe, Gibi. Ja, das heißt, Bill ist leider zu viel. Ah, nicht nach da hinten, hier hin. Okay, gut, dann haben wir das. Was hat der Dralo noch geschrieben? Also, Tankgröße ist toll, wunderbar. Crew habe ich gerade geändert. Dann der Kanisten mit dem Storage. Haben wir den noch dran? Ich glaube nicht, ne? Warte, ich muss Plus drücken, dann komme ich da wieder näher ran. Ne, den Kasten habe ich glaube wieder abgebaut. Den hatte er mir gesagt, den braucht man nur bei unbemannt. Der sammelt dann alles ein. Ja, Verträge können wir gleich rein. So, Benzel. Tanks habe ich gemacht. Okay. Booster habe ich um 90 Grad gedreht. Start kann man halt auch, klar. Ja, Fallschirme reichen noch nicht aus. Und hier, diese sind irgendwie zu viele wahrscheinlich. Kann ich aber so lassen. Ist nur ein optisches Problem, wenn er aufgeht, dass die dann da, ne? Jetzt kann ich keinen... Ach so, weil ich hier noch falsch bin. Alles klar. Wenn der dann aufgeht. Solarzellen können wir dann woanders hinbauen, ne? Oh, stopp. Ist nur ein optisches Problem. Vier reichen dann auch, ne, oder? Die Halter sind ja nur auf der Höhe, glaube, ne, oder? Ja, sieht so aus. Will ich jetzt aber genau wissen. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, hier unten geht er nur auf, ne? Hier, diese Klappen gehen dann auf und da oben alles gut. So, dann hat er aber noch geschrieben, Fallschirm reicht nicht, hatten wir mal gesagt, okay, dann, warte mal, wenn wir, Fallschirm reicht nicht, dann würde ich sagen, machen wir da eine 3 raus und gucken zu, dass wir die Fallschirme umgekehrt hinkriegen. War das hier? Nee. Wo waren denn jetzt die Fallschirme nochmal? Da. Radial brauchen wir dann noch. 3 ist ausgewählt. Gefällt mir natürlich nicht. Ja. Hier sollen wir auch umbauen. Ich packe sie jetzt alle erstmal weg und nehme sie gleich wieder auf. Die Antenne ist auch nicht dabei. Packen wir alles weg. Haben wir alles weg? Wir haben alles weg. Nein, der Gu-Kanister ist noch da.
So. Okay. Kapsel Monopropulan habe ich rausgemacht, oder? Ja, passt. Habe ich gemacht. Oh. So, der Gu, und es gibt eine Antenne, die genauso schwer ist wie der Gu. So, Klammer ist da. Also da. Und dem gegenüber eine Antenne. Kommunikation. Weiß wieder keiner, wo das ist. Da. Jetzt müsste man nur gerade wissen, wie viel der Gu wiegt, ne? Jetzt bin ich total durcheinander. Der Gu wiegt 0,05. Und die Antennen ist diese. Die ist schwerer, die ist leichter, auch schwerer. Diese ist also die gleiche. Ist das gegenüber? Ja. So, Solarzellen sind okay. Jetzt brauchen wir noch, jetzt hatten wir noch die Fallschirme. Ne, das war's nicht. Toll, ne? Was ist das denn eigentlich? Oh, der Mount, okay. Parachute. Wenn dann da. Weiß nur nicht, ob das jetzt passt. Wir haben aber nur einen. Machen wir drei hier hin und gucken, ob der Eingang zu ist. Wahrscheinlich, ne? Ne, ist nicht zu. Cool. Parachute ist okay. Dazu bauen, hat er geschrieben, genau. Batterien symmetrisch setzen. Batterien symmetrisch. Warte, lass uns gucken, wo die Tür ist. Die ist da. Das heißt, wir machen es mal gerade neben die Tür. Und dann haben wir die drei Batterien da sitzen. Oder nehmen wir besser vier. Ich glaube, wir nehmen vier. Wir hatten vorher auch vier, ne? So sieht es nicht gut aus, weil das Fenster dazu ist. Das wollte ich jetzt nicht, aber wird wahrscheinlich gar nicht anders funktionieren. Also da wird's gehen. Aber dann packt er da rein, sieht auch doof aus. So. Nicht, dass die Tür nachher zu ist, ne? Dann lass das Fenster sein, wir machen es so und es ist gut. Da ist die Batterie, da ist die Antenne, wollte ich gerade sagen. Ach, die Fenster, das da oben ist irgendwas anderes, das ist gar kein Fenster, die Fenster sind ja hier. Keine Ahnung, was das hier für ein Zeichen dann ist. Dann lass es so und sieht gut aus, nein, geht nicht, wegen der Antenne. Zack. 3 und das Problem ist gelöst, oder? Antenne geht auf, alles ist gut. So. Haben wir. So, kurzes Fazit hatte der Dralo ja da. Muss ich mal gucken. Booster unbedingt umbauen, Fallschirm dran und 2 Verträge noch annehmen. Genau. Gut. Achso, ich habe das Thermometer und den Dingens jetzt nicht da dran.
Wo war das? Was ist das? Achso, das sind die Dekoppler und so. Was hatten wir hier noch? Photovoltaikpanels, Batterie. Das Thermometer fehlt uns noch. Mach das dahin und das Barometer machst du dahin. Oder da drunter, machst da drunter, das wiegt sowieso nichts. Ja. Das war's. So. Nee. Moonorbiter ist das nicht. Ah, jetzt habe ich glaube mit Doppel-T geschrieben, wird aber glaube nur mit einem geschrieben, oder? Passt schon. Speichern. Ich glaube, das war's, oder? Ich hoffe, das Ding fliegt nicht falsch rum. Der Schirm steuert das dann schon. Okay. Okay, dann zoomen wir raus. Soweit, so gut. 1,52 TWR haben wir. Passt auch. Ja. Das, hier nochmal reinschauen. Startet dabei. Läuft. Die Kabler. Passt. Ja, ne, die lösen, die starten. Da los, dann das und das los. Das los, passt. Ich glaube, das war's. Nochmal speichern und zurück. Wir müssen noch, da müssen wir gleich gucken, ob das richtig gelaufen ist. Auf dem Dingens, dass da der Bilder nicht drin sitzt, ne? Safety Tür, nee. Mund, nee. Jetzt muss ich gucken mit den Verträgen. Test Heat Shield, da ist es. Den soll ich auf jeden Fall annehmen. Explore Minmus. Ferry, Position in Duna, Ike. Conduct Observation Server auf dem. Ne, das ist weg, oder? Habe ich das schon genommen? Ah, ne, da haben wir ja. Also, den anderen sollte ich auch noch nehmen. Positioniere den Satelliten da. Machen wir aber später wohl. Gut. Ja, das war's, ne? Moon Rescue, Moon Rescue, Duna. Ferry for Tourist Safety to their destination and back for Mama. Das ist geklärt. Gut, haben wir. Bedeutet zurück. Bedeutet hier nochmal rein. Gucken. Der Platz ist noch frei. Den können wir auch mal hochschieben, oder? Besser. Und Launchpad. Wir haben noch gar nicht geguckt, wo der Kerl da oben sitzt, ne? Glaube, oder? Lass uns das mal gerade machen. Okay. Gibis Craft. Auch schön. Spielt auch keine Rolle. Hier sind wir gleich. Was ist da drüben? Marthas Kapsel. Wen müssen wir denn retten? Martha oder? Oder müssen wir beide retten? Hm. Rescue Gibi? Ja, wir brauchen Gibi. Martha ist jetzt nicht gefragt. Okay, dann müssen wir wiederholen. Alles klar. Passt. So. Jetzt würde ich sagen, runter von der Map. Und das an. Und Schub geben. Und dann wollen wir gucken, dass wir da hochkommen, oder? Einfach mal drei. Ah, dann lieber nochmal einen Check machen. Gut.
Auch gut. Passt. Sollte funktionieren. Okay, dann 3, 2, 1, go. So, macht einen ganz ruhigen Flug, ne? Wackelt auch nicht, ne? Ist total stabil. Macht einen super Eindruck, die Kiste. Sind sie? Haben wir kurz hier reingeguckt. Okay, da sind wir ein bisschen schief, aber das kriegen wir auch noch hin. Okay, schöner Berg da hinten, Schnee drauf. 24.000, okay. Müssen wir mal so noch weiter fliegen. Kann man das Ding auch drehen? Okay. 42. Ich weiß nicht, ob es so richtig rum ist, aber ich glaube ja, ne? So, waagerecht kommen. Sollte passend sein. Das ist okay. Naja, schon viel zu okay, ne? Okay, lass gut sein, das ist alles kein Problem. Verschwindet uns jetzt ein bisschen viel, ne? Okay, da ist das aus, das ist schon mal gut. Dann lass uns ein bisschen vorkommen. 98, ich weiß gar nicht, wie weit ist er? 88, okay, aber ist nicht schlimm. Passt schon. Wir müssen nur ein bisschen runter wieder, ne? So, machen wir da Ding fest und Stufe kann ab und wir fliegen weiter und gucken zu. Oh. Mach mal aus. Das bringt noch nichts, wir sind noch zu weit weg. Ein Manöver hier zu machen, jetzt ist auch doof, aber das mit dem Ding, es geht ja schon, ne? Das ist ja schon alles okay. Können ja mal gucken, dass wir den noch ein bisschen anders steuern hier. Vielleicht geht das dann noch. So, klein bisschen vor. Gut, und dann mal wieder Speed. Das wächst jetzt nicht mehr so schnell. Aber das sollte schneller wachsen. Okay, wann kommt er? Gar nicht. Erstmal wieder aufholen lassen. Das Triebwerk hat doch mehr Power, als ich dachte. Okay. Bisschen vor. Und
gut ist. Und wieder Schub geben. Wann kommt denn der andere? Da ist er. Den lassen wir so bei 88. Oder sogar ein bisschen runter lassen wir erstmal. Und denke ich mal, so weit ist gut, oder? Gut. Macht eigentlich einen ganz soliden Eindruck erstmal. Wir werden gucken, dass wir in der nächsten Folge dann hier den Schnittpunkt suchen und dann da gerade ziehen. Kriegen wir dann hin. Aber für den Moment soll das erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.